Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum 19. Tag der GPL. Wir spielen gegen den lieben DirtyD64 aka Mert. Und wenn man sich sein Team anguckt, sehen wir, dass sie eine Win-Condition in unserem Team haben, und zwar Skelabra. Skelabra kann alles in seinem Team sehr effektiv treffen, mit Spukball, Hitzekoller und Psychoschock. Und das sollte ich mir auch bewahren. Dasselbe gilt eigentlich auch schon für Lashoking. Das einzige, was es nicht sehr effektiv treffen kann, ist Gengar. Also beides sehr, sehr wichtige Pokémon für mich. Ansonsten haben wir Kributak, mein physisches Elektros, Zaplarang auf Deutsch, mein physisch-defensives Stonfern und mein speziell-defensives Mandibuzz. Ja, bei ihm sehen wir Nidoqueen. Das hat er auch beim letzten Mal mitgehabt, als wir gekämpft haben. Da war es gescarft, deswegen hoffe ich hier einfach mal darauf, dass es nicht so ist. Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass es so ist, aber ich hoffe nicht. Dann haben wir Amoongus, Cesurio, Gengar, wie heißt Fortress und Latias. Fangen wir an mit dem Kampf. So, der Kampf beginnt und er leadet mit Nagisa, seinem Latias. Ich leade mit Starlord, weil ich mir dachte, okay, vielleicht habe ich Glück, ich kann einen Setup-Move direkt am Anfang machen, aber nein, nicht gegen das. Wechsle deswegen aus in Elizabeth, was nicht unbedingt das Schlauste war. Denn Mandibuzz kann eigentlich alles von dem Ding viel besser wegstecken. Wie wir hier sehen, Energieball macht mir viel zu viel Schaden. Ich habe nachgekalkt, er trägt die Choice Bags. Deswegen kann ich hier jetzt in mein Say No to EQ reingehen. Und im besten Fall würde ich jetzt Toxin benutzen. Aber alles von seinen Pokémon bis auf Latias sind immun dagegen. Das zweitbeste wäre Abschlag, aber ich spiele immer noch Fall Play. Ist es Fall Play? Ich glaube ja, auf dem Ding. Das werde ich sehr bald ändern. Hat im Grunde schon Abschlag, wenn ihr dieses Video seht. Ich wechsle raus in Elizabeth, denn ich dachte mir, wenn er was einschläfern will mit Spore, dann lieber Elizabeth. Ich greife hier mit dem Flammenwurf an und aufgrund dessen, wie wenig Schaden das macht, habe ich mir gedacht, ein Psychoschock sollte mehr Schaden machen und das Ding eventuell sogar rausnehmen. Aber er wechselt hier aus, um den Regenerator zu triggern und das wieder hochzuheilen. Ich greife hier mit dem Psychoschock das Latias an und wechsle hier direkt wieder raus, denn Energieball würde mich rausnehmen bei dieser Range. Schicke stattdessen wieder mal Mandibuzz rein. Das hat er predicted und geht deswegen auf den Drachenpuls. Aber wir sehen, selbst ein Choice Bags Drachenpuls zieht mir nur 97 HP ab. Und er ist zwar schneller, kann nochmal raufgehen. Vielleicht hatte ich auf dem High Roll gehofft oder so. Aber nein, ich heile mich hier mit dem Ruheort hoch. Und es geht das, glaube ich, noch 2-3 Züge so weiter, dass er einfach Drachenpuls macht und ich Ruheort. Meine Idee war, Stolz hat seine AP aus. Seine Idee war, irgendwann muss ich ja kritten. Ich habe überlegen, eine Runde zu benutzen, um auf Toxin zu gehen und Mandibuzz damit quasi zu opfern, aber das wollte ich nicht, denn Mandibuzz ist meine beste Wall gegen das Ding. Boah, ich muss zwischendurch immer gehen, tut mir leid. Er wechselt hier aus und ich auch. Wir haben tatsächlich in derselben Runde ausgewechselt, denn ich habe mir nachgekalkt und mir gedacht, okay, Drachenpuls macht Elizabeth nicht so viel Schaden. Und er wechselt hier jetzt nochmal aus, macht also den Double Switch, nachdem er meinen Lashoking sieht. Schickt stattdessen wieder Nagisa in den Kampf. Ich bin wieder auf den Psychoschock gegangen. Der Eisstrahl wäre vermutlich die bessere Wahl gewesen, aber hey, Psychoschock macht auch guten Viertel. Und wechselt hier jetzt nochmal aus, macht also quasi den Triple Switch. Kann ich respektieren und geht in Dango, während ich auf den Eisstrahl gehe. Eisstrahl zieht ihm genug Schaden ab, dass ihn, beziehungsweise macht ihm genug Schaden, dass ihn Überreste nicht wieder aufs Dirty hochheilen würden. Er legt die Titansteine raus und ich kann einfach mit dem Flammenwurf draufhauen und ja, damit sein erstes Pokémon rausnehmen. Ich glaube, Lashoking hat am meisten Postelkas rausgenommen von all meinen Pokémon. Dann schickt er Cesurio raus mit dem Namen Keine Freunde. Und hier wusste ich jetzt, okay, er könnte mich mit Tiefschlag sweepen. Das darf ich nicht zulassen. Also schicke ich hier Dornfan rein, während er den Moment nutzt, um Schwertanz zu setupen. Erhöht damit seinen Angriff. Ich kann mich wieder auf Sturdy hochheilen mit Überreste. Was mich natürlich freut. Er kommt hier mit dem Abschlag durch und killt mich nicht. Nehmt mir zwar die Überreste, aber egal. Ich gehe hier mit dem Erdbeben drauf. Und wie wir sehen, trägt er den Sash. Aber das ist auch noch kein großes Problem.
Solange er jetzt nicht einfach noch einen Schwerttanz macht, ist alles in Ordnung. Er geht aber auf den Tiefschlag, logischerweise. Und nimmt mich damit raus. Ich schicke hier jetzt Star-Lord rein, denn ich überlebe einen Abschlag aufgrund meines Typings. Aufgrund meines Typings würde ich einen Abschlag überleben. Kann jetzt quasi auf den Dragon Dance gehen und ihn in der nächsten Runde outspeeden. Er wechselt aber direkt raus und schickt stattdessen Teemo ist Love rein. Keine Ahnung, ob er hier schon die Wasserdüse predicted hat. Aber ich gehe hier einfach auf den Dragon Dance. Und ich weiß, dass Abschlag ihn one-shotten kann, wenn er den Standard-Spread hat, was die defensiven Werte angeht. Hat er vielleicht, aber wir sehen gerade, er war auch Offensivweste, deswegen kam auch keine Spore von ihm. Es ist mir schwer zu sagen, wie er es gespielt hat. Auf jeden Fall schickt er hier jetzt Nidoqueen rein und ich kann einfach mit der Wasserdüse angreifen und das Ding rausnehmen. Freut mich sehr, denn die Chance, dass das Ding gescarft war, war nicht so gering und ich glaube, Nidoqueen hat einen höheren Speed als Kributak. Jetzt schickt er keine Freunde rein und ja, ich outspeede ihn jetzt und kann einfach mit der Wasserdüse angreifen. Das war quasi auch mein Plan vorhin. Er hätte einfach direkt auf Latias gehen können, dann hätte ich da nicht viel gegen machen können. Aber er schickt stattdessen Mo Trip rein und für den Fall, dass das Ding gescarft ist, einfach mit der Wasserdüse draufhauen. Scheiß doch drauf. Es reicht ja so oder so. So, dann schickt er jetzt als letztes Pokémon Latias rein. Wasserdüse hätte es nicht gekillt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn er nicht voll in Speed investiert ist, kann ich auch auf den Abschlag gehen, aber nein. Hätte ich komplett auf meinen Score geachtet, wäre es wohl sinnvoller gewesen, hier in Mandibus rauszuwechseln und das Ding mit Toxinen auszustallen. Aber, ich gehe hier auf Spukball mit Black Lantern und bye bye Latias. Das war's mit dem Match. War ein schönes Match, danke dafür. Ja, wie gesagt, wäre direkt in Latias gegangen, wäre das Ganze vielleicht noch anders ausgegangen. Aber so ist es ein 4-0-Sieg für uns. Und ja, ich freue mich drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.